Hi, willkommen zum Bartlog. Wir sind mal ein bisschen hier im Park. Ich habe jetzt mal so ein FAQ-Video gemacht. Da könnt ihr noch bis Mitte nächster Woche Fragen stellen. Und bitte nicht, magst du Schokolade oder was ist dein Lieblingsspiel oder wann kommt Projekt bla. Nee, sondern wirklich persönliche Fragen zu uns, zur Kacknub-WG. Hä? Wie magst du Bratwurst? Das verrate ich euch dann. Ich gehe jetzt Lia abholen und dann gehen wir noch ein bisschen spazieren. I've got a ton of gravel in my shoes, world on my shoulder, heart full of blues and in the dirt, down in the dirt. Eichhörnchen! Improvisation ist das Stichwort. Was macht man, wenn man keine Idee hat oder wenn man kein Thema hat, über irgendwas zu reden? Man improvisiert. Man holt sich noch jemanden mit ins Boot, der mitredet. Und das, man holt sich jemanden ins Boot. Der dicke Wikinger, mein bester Freund. Aber wir haben uns gedacht, wir gehen mal ein bisschen raus. Wir sind jetzt schon seit heute Morgen um kurz nach 7 unterwegs und laufen ein bisschen durch Köln und filmen. Aber noch ein paar Timelapse, das hat man ein bisschen mit der Drohne, aber das ist alles so generisch. Das kann man immer wieder einsetzen. Ich habe schon gesagt, das ist so Archivmaterial. Das kannst du irgendwo ins Archiv und dann später in irgendwelchen Videos einfach mal einsetzen, wenn du nichts hast. Und das ist genau das Problem. Was macht man, wenn einem die Zeit davon läuft? Heute ist Freitag. Wir haben jetzt bald Mittag. Ich muss noch die Lesung schneiden. Und morgen früh um 7 sitzen wir schon im Zug nach Hamburg. Und dann werden wir da ein ganzes Wochenende verbringen. Da habe ich also schon Thema fürs nächste Wochenende. Nur für dieses fehlt mir noch was. Und dann haben wir gedacht, der Wiki hat mich drauf gebracht, wir sprechen mal ein bisschen über Menschen, die uns inspirieren und überhaupt Ideen bringen, dass man überhaupt Bock hat, irgendwas zu machen, irgendwas Kreatives. Und da kannst du dir vielleicht was zu sagen. Ein ganz besonderer Mensch ist uns da direkt beide im Sinn. Und zwar, wir sind mittlerweile große Anhänger des Vloggers Casey Neistat geworden. Oh ja, der ist super. Casey Neistat könnt ihr mal auf YouTube suchen. Der macht täglich Vlogs, Daily Vlogs. Das ist unglaublich, das ist so ein positiver Mensch. Der ist halt, man muss dazu sagen, der sieht ein bisschen älter aus, aber der ist so alt wie du jetzt. Der ist 81er Jahrgang. Knackt jetzt irgendwie die nächsten Tage die 5 Millionen Abos. Der hat vor kurzem erst die 4 geknackt. Von knapp 19 Monaten war er bei 500.000. Casey Neistat, meine Damen und Herren. Könnt ihr euch wirklich mal reinziehen? Ja, es ist immer ein bisschen schwierig. Einerseits ist das mein Brot und Butter, Let's Play. Andererseits möchte ich halt so richtig geile Videos machen. Ich habe auch schon überlegt, wie wäre es, wenn ich jetzt wie dieser Casey anfange, Daily Vlogs zu machen. A, wird das wahrscheinlich kaum jemanden interessieren. Andererseits denke ich mir, ich habe auch genau darauf Bock. Ich habe jetzt die Kritik geerntet bei dem Unboxing, wo wir mit dem imperialen Frühstück ein bisschen rumgeeiert haben. Das fand ich sehr, sehr, sehr genial. Ich hatte da richtig Spaß dran, das zu schneiden. Das war sehr flott, das war sehr zackig. Für mich hat es keine Längen gehabt. Das war einfach nur zack, 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 zack. Das haben natürlich manche Leute bemängelt. Der Fix hat einen schönen Vergleich gebracht, indem er sagte, das ist wie ein neuer Haarschnitt. Du findest ihn erst scheiße, aber wenn du dich dran gewöhnst, ist es vielleicht ganz witzig. Dann sieht es ganz cool aus. Theoretisch sollte man so selber seinen Flow finden. Und da bin ich gerade auf dem Weg. Ich habe mich halt jetzt ein bisschen festgefahren. Am Anfang ist es so getrübt und dann geht das mit Schriftzug und dann geht das halt los. Und das ist eigentlich nicht cool. Ich hätte mir lieber was Eigenes einfallen lassen sollen. Ja. Lieber selber irgendwie was entwickeln, was probieren. Das ist ja das, was ich versuche. Ich will halt eigentlich so mein eigenes Ding machen.
Ich hole mir viele Inspirationen. Ich gucke mir zum Beispiel an, wie setzen Leute gewisse Dinge in Szene. Aber dann denke ich mir, das war schon immer so bei mir. Ich will aber immer meinen eigenen Weg. Merkt ihr auch in Let's Plays, wenn mir das Spiel was vorgibt, dann sage ich halt trotzdem, nee, ich will es so machen, wie ich das will. Ja, das nervt mich. Ich will es genauso machen, wie ich das will, nicht wie das Spiel mir das vorgibt. Ich bin sehr starkköpfig. Ich habe ganz, ganz große Probleme mit Autoritäten und auch mit Vorlagen. Ich mache halt immer gerne meine eigene Sache draus. Es ist jetzt bei mir so ein Wandel, sage ich mal. Man ist inspiriert, man hat Ideen und die Ideen kommen mir jetzt halt erst durch diese Langeweile, die ich habe, weil ich nicht mehr so viele Let's Plays produziere. Aber ich sehe auch an den Views, es geht gerade wieder bergauf. Das ist halt für mich so ein Signal, dass ich irgendwie doch was okay mache. Es ist zum Beispiel auch nicht verkehrt, sich Ideen ranzuziehen und die selber zu verwenden, abzuändern oder so. Das mache ich zum Beispiel auch. Ich habe jetzt gestern für das Rechnervideo, weil mir Material ein bisschen abhanden gekommen ist durch einen blöden Fehler, ich male halt was. So, ich rede halt drüber und zeichne das kurz auf, so was ist passiert und mit meinen schlechten Zeichenskills. Und das schneide ich halt ein bisschen zackig zusammen. Weißt du, wie ich meine? Genau. Das ist ja das. Eigentlich müsste man wahrscheinlich auch immer in die Trends schauen und gucken, was ist gerade angesagt. Aber das will ich nicht. Als Beispiel ist immer der letzte Bartlock, der mit der Fotokina. Ich fand das... Ich war eigentlich mal sehr zufrieden. Die Musik war einigermaßen okay ausgewählt. Ja, aber ich war mit den Schnitten eigentlich sehr zufrieden. Deswegen auch das Unboxing. Das war von den Schnitten her genauso, wie ich mir das vorstelle. Es war nicht irgendwie laut. Es war einfach nur ein bisschen skurril. Manchmal auch so ein bisschen... Also ich habe mich teilweise so ein bisschen unbehaglich gefühlt mit der Stimmung. Weil zum Beispiel, wie du da das Paket so... Ja, ja. Das war wie aus so einem Albtraum. Ja, ja. So ein bisschen. Da ist so der Bart unten, dann so... Ich sag, das ist mal okay. So. Das war so ein bisschen, hat einer geschrieben wie Natural Born Killers, wenn du das kennst. Nee. Die ganzen, da gibt es so richtig krasse Szenen, so richtig ekelhaft, so ein bisschen deplatziert, alles so überdreht. Aber genau das hat voll gepasst bei dem Unboxing, finde ich. Und ja, ich weiß nicht, müsst ihr mir halt mal sagen, habt ihr Bock auf sowas? Ich lese dann halt nur sowas wie, ja, es ist lustig, das ist gut. Das ist... Jetzt bei dem Fotokina-Bartlock habe ich ganz oft gelesen, hey, das war bisher dein bester Bartlock und das hat mich richtig gefreut, ja. Ich finde es halt auch ganz wichtig, dass man sich immer was Neues aneignet, dass man nie stehen bleibt. Hast du das mit Inspiration? Das habe ich früher nicht gemacht, das hat mir erst Vicky so ein bisschen gezeigt, dieses Inspiration holen. Viele Leute gucken, viele erfolgreiche Leute und mal schauen, was machen die so, wie machen die das so, wie ist eine Kameraeinstellung gut. Ich beschäftige mich auch sehr viel mit Fotografie. Nochmal, ich habe Instagram, da könnt ihr mal gucken, da mache ich sehr viele Fotos in letzter Zeit. Ich gucke auch, wenn die mir nicht gefallen, wenn ich die persönlich vielleicht nicht ganz so abkann, ich gucke trotzdem ihre Videos einfach, weil es rein von der Technik her super gemacht ist. Kann ich verstehen. Wir haben ja schon geplant, dass wir in ein paar Jahren vielleicht mit der Transsibirischen Eisenbahn von Russland runter nach Peking fährt die. Mhm, ich glaube schon. Und das fährt halt, die Bahn fährt halt echt, wie lang, ein paar Tage? Ich glaube 7 Tage. Bin mir nicht sicher. Kostet halt auch ein bisschen was, ne? Kostet, glaube ich, pro Person 2.500 €. Da müsste man halt schon sehr lange für sparen. Moskau ist ein großer Anlaufpunkt auf jeden Fall. Du hast jeden Tag eine andere Stadt, die du anfährst. Und dann mal einfach jeden Tag einen Vlog bringen davon. Sag mal, Kreativität entsteht durch Langeweile. Wenn du jetzt nichts zu tun hast, dann hast du auf einmal... Ich meine, es gibt natürlich auch Menschen, die hängen sich dann vor die Fernsehkiste. Würde ich nie machen. Ich würde mich dann eigentlich dann mehr informieren. Ich würde Sachen lesen im Internet, ich schaue Videos. Das ist ja jetzt auch so, jetzt durch die neue Aufnahmemethode. Kann ich mir auch mal am Tag so 3-4 Videos angucken, ging früher nicht. Nur schaue ich dann keine Let's Plays, sondern schaue mir wirklich Leute an, die vloggen oder Leute, die Videos schneiden, die richtig geile Videos schneiden. Und da hole ich mir dann Inspiration. Allein schon Timelapses, ich finde mittlerweile Timelapses so geil, ne? Ja, ne? Das ist der Wahnsinn. Das fällt dir aber auch jetzt, man entwickelt da so ein Auge für, auch für Fotografie. Ich schaue mir irgendwas an und denke dann immer gleich so, ja, das ist gut in Szene gesetzt, da sieht man schön diese diagonalen Linien, da sieht man die Fluchtpunkte und überhaupt. Und genauso ist es halt auch bei Filmen. Da denkst du irgendwann so, boah, das wäre jetzt voll die geile Einstellung und könnte ich das jetzt mal filmen? Word. Wir hoffen einfach mal, dass es nicht zu viel rauscht jetzt gerade, weil wir sitzen hier im Rosengarten in Köln. Kennt man vielleicht gar nicht. Ich habe das wirklich nicht gekannt. Ich wohne jetzt schon 1,5 Jahre hier und ich kannte das nicht, ne? Du? Ford X. Ford X heißt das. So doof sich das anhört. Voll geil hier. So viel zur Inspiration und so viel zur Improvisation. Es ist halt immer ein bisschen doof, ne? Man weiß nie so ganz, was bringt man in so einen Wochen-Vlog. Und deswegen habe ich ja gesagt, wenn ich einen täglichen Vlog bringen würde, erstmal die Schneidarbeit, ihr glaubt gar nicht, wie viel Arbeit das ist, so ein Kram hier zu schneiden, jetzt wahrscheinlich nicht, weil wir irgendwo auf der Bank rumsitzen, aber wenn ich so Einzelimpressionen drin habe und einfach nur dann immer so stückchenweise, ne? Wie gesagt, Fotokina, das waren insgesamt 2,5 Stunden Filmaufnahme, müsst ihr euch mal vorstellen. Ich habe das zurechtgeschnitten auf knapp 10 Minuten. Das ist wirklich dann so die Quintessenz dessen, was ich den ganzen Tag hier filme. Aber es macht Spaß. Ich finde, diese Schnittarbeit ist richtig geil, wenn es läuft. Und jetzt ist der Wind wieder. Und deswegen gehen wir jetzt ein bisschen weiter. Brauchen wir so einen Puschel irgendwann für das Mikrofon oben. Das kommt auch noch rein. Nein, das kommt nicht mehr rein. Doch. Nein.
Nein, das kommt nicht mehr rein. Nein. Ja, das kommt nicht. Nein. Ich brauche so einen Puschel für hier oben.